beim Summer Day. Was macht denn für Sie einen perfekten Sommertag aus? Kein Regen. Also perfekter Sommertag ist für mich, wenn man schon morgens vom Vogelgezwitscher geweckt wird und die Sonne durchs Fenster scheint und ich den Tag entspannt mit meiner Familie genießen kann. Ohne irgendwelche Verpflichtungen, ohne dass man irgendwas plant, sondern einfach so, einfach sich treiben lassen. Ja, gut. Die Ferien stehen ja auch vor der Tür. Was werden Sie unternehmen? Ja, Ferien wird bei uns dieses Jahr auch wieder heißen, dass wir in die Provence fahren, nach Südfrankreich mit ein paar Freunden. Und ansonsten haben wir uns noch nicht so viel vorgenommen. Irgendwie geht die Zeit ja dann meistens viel schneller rum, als man das gerne hätte. Und ich finde es auch da am schönsten, wenn man sich einfach mal treiben lässt. Ja. Sie haben eben so schön von Familie gesprochen. Wie schafft man es denn, dass Familienleben gelingt? Es ist ja nicht immer ganz leicht. Keiner schafft es, dass niemand, auch ich schaffe das nicht, dass das Familienleben gelingt, ohne dass man auch mal schlechte Tage hat oder mal ein bisschen struggelt. Also das gehört, glaube ich, bei jeder Familie dazu. Man hat Tage, an denen läuft alles super, man hat Tage, wo es Probleme gibt, wo man irgendwie da durch muss und man findet, glaube ich, für alles eine Lösung, wenn man drüber redet. Man findet als Familie, glaube ich, auch für alles eine Lösung, wenn man gemeinsam lacht und wenn man in die Leichtigkeit reinkommt und das hilft uns immer am ehesten, wenn es gerade mal ein bisschen knirscht. Ja, das sieht gut aus. Sie sehen toll aus. Was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu bleiben? Ich versuche mittlerweile relativ regelmäßig mich zu bewegen. Also heißt wirklich eigentlich so 3-4 Mal die Woche Pilates, Yoga. Das mache ich aber alles zu Hause. Also deswegen muss ich jetzt nicht ins Studio gehen. Weil ich jetzt einfach schon viele Jahre Pilates und Yoga mache und irgendwann weiß man einfach auch so, was dem Körper gut tut. Viel Stretchen, viel frische Luft, viel Wasser. Ich esse relativ abwechslungsreich. Also ich habe jetzt keine strikte Diät oder so. Abwechslung ist mir wichtig. Viel Gemüse, viel Salat. Also ich bin eher so ich liebe einfach Salate. Mein Mann Gott sei Dank auch. Also wir können uns eigentlich ausschließlich von Salaten ernähren. Und ja, das ist es eigentlich. Versuchen, einigermaßen Schlaf zu kriegen, was als Mama nicht immer so leicht ist. Aber sich da halt irgendwie zu disziplinieren und sagen, nee, lieber eine Stunde früher ins Bett gehen, damit es morgen früh nicht so weh tut. So ist das. Dankeschön. Danke.